Sega. Es war einmal eine Maus. Willkommen in Vera City, wo das Leben voller Glück und Freude ist und alle in Frieden lebten. Alle, bis auf eine. Die eine, die eifersüchtig auf Mini-Schönheit und Beliebtheit war, die Hexe Mizrabel. Eines Tages. Da hat's gedonnert und da kam die Hexe. Und da hat sie Mini entführt. Mickey muss etwas tun. Er jagte die Hexe bis. Also den ganzen Weg bis nach. Zum. Wie auch immer. Zum Schloss der Illusion oder auch einfach nur Castle of Illusion. Mit Mickey Mouse. Und mir, eure Mammut. Yay! Ja, das ist quasi der erste Teil der Illusion-Reihe, wo natürlich halt dann dieser Teil zuzählt. Es zählt dazu World of Illusion, es zählt dazu in Unterkategorie-mäßig Quackshot und auch diverse andere Mickey-Maus-Titel. Ich glaube auch einer der Epic Mickey-Teile zählt irgendwie unterkategorisch dazu. Könnt ihr ja mal halt bei Wikipedia gucken, was alles für Mickey-Maus-Titel quasi darunter zählen. Sind auf jeden Fall nicht wenig. Darunter zählt dann halt später halt auch noch dann Legend of Illusion, Land of Illusion. Es gibt ein paar Titel. Ja. Einige kennen das gar nicht, dabei ist Castle of Illusion gerade halt auch einer, ich glaube, der Release-Titel von Mega Drive gewesen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr früher Titel. Und ja, wir machen hier nicht den Practice-Mode, weil da haben wir nur die Hälfte vom Spiel. Insgesamt hat das ganze Ding, glaube ich, 6 Level oder sowas. Und wenn wir Practice nehmen, dann haben wir halt auch nur 3 davon. Wir wollen ja schon irgendwie alle Level nehmen. Und ja, ob ich das halt hinkriege, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht das schwerste Spiel aller Zeiten, aber vielleicht kriegen wir das ja hin. Beeil dich, bevor Mizrabel ihre Kräfte der Illusion benutzt, um sich selbst in Mini zu verwandeln. Und Mini so aussehen zu lassen, als sei sie verbös und so. Du musst die 7 Edelsteine des Regenbogens finden. Die geben dir die Kraft, um zu Mizrabel zu kommen. Aber sei vorsichtig. Die Edelsteine sind geschützt durch den Meister der Illusion. Das sind nur Spielzeugsoldaten. Das ist nicht der Meister der Illusion. 7 Level sind sogar, siehst du? Damit wir einen Regenbogen bauen können. Yay. Was für eine Art Raum ist denn hinter dieser Tür? Ich muss eigentlich hören, ne? Hey, Pluto! Was für ein Raum ist denn hier? So, ja. Mickey Mouse Castle of Illusion ist quasi ein klassisches Jump'n'Run. Wir springen auf Gegner und die Gegner sind tot. Yay. Und sonst können wir springen. Später können wir auch noch die Gegenstände werfen, aber das kommen wir gleich. Immer grobe Steuerung ist halt, ne, wir können laufen, wir können springen. Beim Springen können wir nach unten drücken, um halt die Arschbombe auf Gegner zu machen. Machen wir das nicht, kriegen wir Schaden. So. Das war es erstmal mit der größten Steuerung. Hier die Äpfel zum Beispiel, die können wir halt jetzt auch werfen. Wenn wir welche einsammeln. Zack, bumm, Baum tot. So einfach kann es gehen. Klingt klingonisch, ist aber so. So. Ja, und hier einfach ganz normale Arschbombe. Wenn wir aber Arschbombe machen und dabei springen gedrückt halten, können wir höher springen, wenn wir auf den Gegner gesprungen sind. Wupti-du. Hui. Und ja, manchmal sind Gegner auch so toll und sie springen einem entgegen. Yay. Die Sternchen, die hier sind, die geben uns mehr Leben. Wir haben unten links eine Lebensanzeige von insgesamt 5 Lebenspunkten. Wenn leer, dann haben wir Leben verwirkt. Ja, Klassiker, so war das halt damals in Jump'n'Runs. Hast halt eine gewisse Anzahl von Leben. Wir haben 3 Stück tatsächlich. Whoop-ti-doo-di-doo. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass ich auch mal Game Over gehe. Auch wenn es jetzt nicht das schwerste Jump'n'Run aller Zeiten ist, heißt das nicht, dass ich nicht verkacken darf. So. Das ist mein Wort zum Sonntag. So. Okay. Nein. Ach, Mist. Ja, so soll es halt schon mal nicht laufen. Irgendwie.
So, und jetzt hier ein bisschen vorsichtig rüberspringen. Weil man muss hier keinen sonderlichen Anlauf in der Regel nehmen, wenn man halt irgendwie irgendwo rüber springt und sowas. Weil so diesen Geschwindigkeitsbonus gibt es quasi nicht. So, während wir jetzt hier rumhängen, sind wir quasi unverwundbar. Und theoretisch könnte man hier an dieser Stelle unendlich viele Leben farmen, indem ich jetzt einfach AFK gehe und einfach Mickey sein Ding machen lasse. Ja, dann irgendwie alle paar Punktzahl gibt's halt irgendwie ein Leben und sowas. Aber das muss ja jetzt nicht sein. Da stehe ich nicht drauf. Da unten wäre ein Leben, aber ich glaube, da kommen wir relativ schwierig hin. Ah, okay, ging. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Oh, nun gut. So, hier, vorsichtig, Apfel. So, Äpfel sind tödlich, wenn sie zu groß sind. Und ja, im Hintergrund hören wir schon den nächsten Apfel, der hier rüberrollen will. So, und in den ganzen Mickey-Maus-Spielen, auch wenn sie nicht Teil der Illusion-Reihe sind, sind dennoch irgendwie so Spinnen und Spinnennetze irgendwie immer so ein gern gesehenes Thema, habe ich so das Gefühl. Jetzt hier ist das nicht ganz so markant wie in anderen Spielen der Mickey-Spiele, aber auch hier gibt es irgendwie was Spinnenartiges. Ist toll, ne? Das freut mich. Weil sie sind jetzt nicht so schlimm, sie machen halt auch nicht viel, sie lächeln auch freundlich. Ne? Freundlich lächelnde Spinnen sind ja schon fast nett. Aber nur fast. Aber nun gut. Ich werde dennoch kein Fan von denen. Aber die finde ich jedenfalls nicht so schlimm. Ach, Kacke. Ja, die Blätter halt, die ihren Stängel nach rechts haben, die düsen halt einen gewissen Bereich nach rechts einfach rüber. Und ja. Und jetzt sind wir hier im Wald und das Besondere hieran ist halt, es verändert sich nicht nur die Musik, nein, auch einmal der Hintergrund einfach uns zeigt, so, es ist düster, und Geisterstunde. Und als Kind war das ungelogen halt etwas, wovor ich irgendwie ein bisschen Schiss hatte. Ich habe nicht mal eine Ahnung, warum, die Geister machen nichts, außer dass du halt auf ihn draufjumpen kannst, aber sonst machen die nichts. Aber naja, Kinder halt, ne? Oder ich als Kind. Irgendwie so Geister im Kindesalter war für mich halt wirklich so ein Thema, wo ich mir denke so, ja, nee, brauche ich nicht. Aber auch damals waren es schon Spinnen, also das hat sich jetzt nicht ausgetauscht. Also nur das Thema Geister ist halt weggegangen. Irgendwann passiert das vielleicht auch mit Spinnen, ich habe keine Ahnung. So. Mehr ist jetzt hier erstmal nicht, muss ja auch nicht sein. So. Wie Mickey auch ständig seinen Kopf irgendwo anstößt, ne? Ist total dürfte. So. Ach shit, da oben ist noch jede Menge Zeug. Das wollen wir uns natürlich auch irgendwie holen, falls wir da noch hinkommen. Ja, wird schwer. Da wäre natürlich halt jetzt noch Zeug gewesen, ne? So Edelsteine, apfelmäßig. Vielleicht von dem anderen Geist aus? Nee. Na, wenigstens das, was uns Leben gibt, haben wir wieder gekriegt. Immerhin etwas. So. Also ihr seht es, ne, ist jetzt nicht so das schwerste Spiel von wo gibt. Guten Deutsch. Hier im Sack sind immer 10 Dinger drin von den Dingern, die wir so werfen können. Entweder es sind Äpfel oder irgendwelche komischen magischen Orbse. Irgendwie sowas ist es in der Regel. Und ja, im Sack sind halt ganze 10 Stück davon. Ups. Ja, lauf zu weit, Mammut. Lauf zu weit. So. War jetzt eigentlich schon fast unnötig, dass ich es eingesammelt habe, aber hey. So. Hier, wieder voll geheilt. Und dann können wir auch schon weitergehen. Würde ich sagen. Oh, okay. Ich hab's kapiert. Bisschen Geduld, einen Tag. Mickey ist nicht der Schnellste. Und da kommen wir schon zu unserem allerersten Bosskampf. Den halben Baumstamm. So, hier einfach nur ein bisschen auf dem Kopf halt rumspringen. Also, naja, das, was man Kopf nennen kann, ich habe keine Ahnung. Erinnert mich ja so ein bisschen an so einen Bosskampf
ne, mit wo der Baum der Boss ist. So ein bisschen ein Kirby. Aber nur so ein bisschen. So, und das war's auch schon. Das war unser erster Bosskampf. Und dann kriegen wir unser erstes Juwel. So, hier ist das, der rote Edelstein. Du hast noch viel zu tun, um Mini zu retten. Okay. So, und sonst gibt's hier jede Menge Punkte. Und manchmal gibt's halt durch die Punkte halt auch nochmal ein extra Leben. Eine andere Tür. Was könnte wohl dahinter sein? Marschmusik. Yay. So, und hier ist auch gleich der Exit. Ach nee, blöd. Ist ja abgeschlossen. So, und hier kommen wir auch wieder zu den tollen Spielzeugsoldaten. Und jetzt müssen wir uns einfach den ganzen Weg bis nach oben halt durchkämpfen. Denn ganz oben befindet sich dann der Schlüssel, den wir brauchen, um hier irgendwie weiterzukommen. Oh, Mist. Tipp, nicht zu kurz springen. So, und vielleicht nicht gegen so Spielzeugsoldaten. Aber... So. Weit zu abartig. Ich schwitze mir ein zurecht, es ist heute ein bisschen warm. So, ganz kurz hier den Schweiß von hinten halt gewischt. Jetzt sollte ich vielleicht dann nicht abrutschen vom Controller und sowas. So. Hier oben. Gibt's nochmal einen Beutel? Ach, Mist. Nehme ich aber auch gerade Schaden von allem, was ich so finden kann, ne? Manchmal ist Mickey auch so ein bisschen rutschig. Es ist nicht die Hand an meinem Controller. Nein, es ist Mickey selbst. Der schlittert so ein bisschen über die Kästchen hier und so. Ein Verhalten, das man sonst irgendwie halt vermuten würde von Spielen, wenn du irgendwie ein Eislevel hast oder sowas. So. Kombo! Kombo Arschbombe! So, und da oben ist auch schon endlich der Schlüssel! Juhu! Und jetzt im Eiltempo wieder runter, denn aus den Treppen wurden plötzlich irgendwelche Schrägen. Und mit den Schrägen komme ich nicht klar. Weil die sehr schnell sind. Nebenbei noch jede Menge Edelsteine angesammelt. Oh! Dann können wir auch schon weiter. So. Jetzt können wir mit diesen komischen magischen Orbs, die wir hier haben, die ganzen gelben Felder kaputt machen. Da ist manchmal halt auch unter bestimmten Blöcken dann hier so ein Sternchen drin zum Heilen. Ja, ich muss die Viecher überhaupt nicht töten. Ich töte sie nur für die Punkte. Und so eine Stelle hier mit den Blöcken, die hoch und runter gehen, die kennt man vielleicht halt auch von Sonic. Da gibt es eine sehr ähnliche Stelle. So, hier ist so ein kleines Geheimfach für so ein Teil. Kann man ja mal mitnehmen. Was auch immer da oben war, ich habe es nicht gesehen. Ach ja, da spawnt dann so ein Flugzeug, ne? Kann das sein? So. Tolle Gelee-Pampe hier. Wenn man daran versinkt, ist man tot. Ich glaube, man kriegt keinen Schaden. Man ist dann instant tot, wenn man zu weit unten ist. Ist nicht so schön. Weiß auch nicht, was es
so eine Gelee-Pampe in so einem Spielzeugdingens hier zu suchen hat. Aber, naja. Ist dann halt so, wie es ist. So, Clowns gibt's auch auf Einrädern, weil Clowns sind voll witzig und so. Für manche ist das auch schon Horrorspiel hier, weil es sind ja Clowns enthalten. So schlimm ist es bei mir und Clowns nicht, aber dennoch, ich finde Clowns eher so meh. Meh. So. Ich glaube, mehr als 30 von unseren Wurfgegenständen können wir auch gar nicht mitnehmen. Deswegen habe ich das da gerade so ein bisschen erstmal verbraucht, bevor ich den Sack eingesammelt habe. So, hier kommen wir zu einem ganz tollen Part. Wenn wir hier diese Pfeile einsammeln, ändern wir einmal diese Gravitation. Boah, was hasse ich so eine Kacke. Ja, ja, super. So, gleich einmal wieder richtig rummachen und weitere Gravitationsänderungen einfach mal vermeiden und hoffen, dass das nicht weiter passiert. Da ich da versehentlich reinspringe oder so ein Dreck. Mag ich ja nicht. Aua. So, hier ist auch wieder ein Geheim versteckt. Nehmen wir mit. Das war fast schon ein bisschen knapp. Das sind ein paar viele Soldaten. Einfach mal für die Punkte. Weil ich glaube, diese magischen Orbse, die wir hier haben, oder generell auch Äpfel oder wie auch immer, ich glaube, die können wir bei Bossen nicht verwenden, deswegen, ja. Deswegen haben wir es jetzt einfach mal so gemacht. Na, die Fahrräder kommen doch gleich zurück, oder? Einräder, nicht Fahrräder. Ihr wisst, was ich meine. Die Fahrräder mit nur einem Rad. Aber sie sind nicht zurückgekommen. Ja, okay. Ja, das war gerade nur ein von den Dingern, die ich da gerade eingesammelt habe. Aber hey, haben oder nicht haben. Drunter durchkriechen ist nicht. Saftladen. So. Auf jeden Fall das Ding da oben. Und hier auch nochmal. Und da kommen wir auch schon wieder zum Exit. Und Bosskampf. Gegen den Mann in der Box. Und auf der Box, je nachdem. So, der wirft hier immer irgendwelche Federn raus. Auf die draufspringen, auf ihn draufspringen. So, ansonsten können wir halt einfach die ganze Zeit hier geduckt bleiben, dann trifft er uns nicht. Springt um uns herum so ganz toll. Und wir haben dennoch hier eine jede Menge Spaß. Mann, mein Kopf will gerade nicht so, wie ich das will. So. Zwei bis dreimal springt er immer rum und dann wirft er die Dinger. So. Und das war's auch schon. Wuhu! Dann kriegen wir unseren zweiten Edelstein. Yay! Das orange Edelstein. Du hast immer noch einen langen Weg vor dir, bevor du Mini retten kannst. Das macht einen ja Mut, wenn man immer wieder hört, was für einen langen Weg man doch immer zu gehen hat und so. Und wir kriegen kein extra Leben. Oh. Lass uns gucken, was hinter diesem Raum ist. Oder was in diesem Raum ist. Hey, Pluto! Pluto ist nicht da. Oh, Mano!